Leute, das ist gar nicht gut. Wie befürchtet, wird es scheinbar einen Streik der Gewerkschaft der Drehbuchautoren in den USA geben. Und es wird vermutet, dass das ein sehr langer, mehrmonatiger Streik werden kann, was Star Wars einige Probleme bereiten könnte. Das bedeutet nämlich, dass kein Drehbuchautor in der Zeit arbeiten darf, weder an neuen Drehbüchern für kommende Produktionen, noch am Set während gedreht wird. Fällt einer Serie oder einem Film beim Drehen also auf, dass eine Szene irgendwie keinen Sinn ergibt, oder entscheidet der Regisseur vielleicht was kurz anders zu machen, wodurch ein paar andere Szenen umgeschrieben werden müssten, darf das nicht stattfinden, bis eben der Streik aufgehoben wird. Zum Glück wissen wir, dass Jon Favreau das Drehbuch zu The Mandalorian Staffel 4 schon seit einiger Zeit fertig hat. Aber wir hatten jetzt seit 2019 eigentlich durchgängig Produktionen und Dreharbeiten für diese Mandalorian-Serie. Und jetzt sind die Dreharbeiten für Skeleton Crew zu Ende und keine der anderen Serien wird gedreht. Weder Mandalorian Staffel 4 noch potenziell Book of Boba Fett, sagen wir Ahsoka oder Skeleton Crew Staffel 2. Mando Staffel 4 scheint jetzt schon in Vorproduktion zu sein, aber die Dreharbeiten werden garantiert erst nach dem Streik beginnen. Je nachdem, wie lange der Streik also dauert, kann das große Folgen für den Release der kommenden Mandalorian-Serien geben. Und Andor und Acolyte drehen jetzt gerade noch, allerdings in Großbritannien. Da bin ich mir nicht so sicher, ob der Streik das jetzt beeinflussen wird oder nicht. Die größten Probleme sehe ich aber auch bei den Filmen. Soweit wir wissen, ist das Drehbuch für den nächsten Film noch nicht fertig. Der Rey-Film soll wahrscheinlich pünktlich Dezember 2025 erscheinen. Wenn der Streik jetzt lange genug dauert, könnte das aber auch den Termin gefährden. Hoffentlich kann das also schnell beigelegt werden. Was sagt ihr dazu?